Ich glaube nicht, dass ich als Jugendlicher das Wort Traumberuf überhaupt im Kopf hatte. Ich wusste gar nicht, was Beruf ist oder so, sondern ich habe als Schüler angefangen, Schülerzeitungen zu schreiben und auch privat einfach Zeitungen herzustellen. Privat, aus Lust an der Schreiberei oder an der Herstellung von. Ich habe mich sehr früh für Zeitungen interessiert und kam dann eben immer näher diesem Metier. Also in der ganzen Verwandtschaft hat man mir immer meine regelmäßig hergestellten Zeitungen abgekauft, mich zu unterstützen, zu fördern, und war ein schönes Taschengeld. Und dann hatte ich in der Schule auch, Gott sei Dank, einen Lehrer, der mich gefördert hat, einen Deutschlehrer, der immer meine Aufsätze bemerkenswert fand und gesagt hat, du musst unbedingt was machen mit Schreiben später. Habe ich nie, ehrlich gesagt, als Berufsweg, auch nicht als Rat empfunden, sondern ich kam dann durch meine Familie, mein Bruder, der war Germanist, der hat dann einfach gesagt, bewerb dich doch mal Ullstein oder sowas. Ne? Und dann kam ich dazu. Ja, da würde ich gleich auch einhaken. Ullstein, Begriff. Wo haben Sie Ihre Lehre gemacht und was waren Ihre Aufgaben? Können Sie das so ein bisschen Ja, beschreiben? ja. Es fing damit an, dass ich tatsächlich erstmal zum Chefredakteur der Berliner Morgenpost, damals Ullstein Verlag, gegangen bin mit 16 und gesagt habe, ich möchte Journalist werden. Habe mich vorgestellt, wer ich bin. Damals konnte man sich noch offenbar beim Chefredakteur bewerben. Und der hat sich dann erstmal meine Geschichte angehört und was ich bisher gemacht habe und was meine Lust und Laune. Und dann hat er mir zwei Ratschläge gegeben, die waren ganz wesentlich. Zum einen hat er gesagt, Sie sind noch zu jung. Jeder gute Journalist hat vorher einen anständigen Beruf gelernt oder studiert. Machen Sie das mal. Und dann sagt er, kommen Sie wieder und fallen Sie mir auf den Wecker. Sehr wichtiger Rat gewesen. Nicht locker lassen. Das wollte er damit sagen. Wenn Sie was im Kopf haben, na gut, dann werden wir sehen, wie ernst es Ihnen damit gemeint ist. Wenn Sie dann ständig bei mir hier sich sehen lassen, dann merke ich mir Sie. Sonst vergesse ich Sie. Und das mit dem erstmal Beruf lernen, hat er gesagt, machen Sie doch was Artverwandtes. Lernen Sie doch erstmal hier im Verlagskaufmann was. 3 Jahre Lehre. Und das war wirklich ein guter Rat, weil abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich in den renommierten Ullstein Verlag eine Lehre antreten konnte, habe ich noch die schwarze Kunst gelernt. Ich habe dort also wirklich alles gelernt, vom Setzen angefangen, aus dem Setzkasten mit den Bleilettern bis hin noch zu den Zeitungsseiten, die noch in Matern gegossen und dann in Blei Formen, runde Formen. Jede einzelne Zeitungsseite in Blei. Und dann habe ich abends den Umbruch gelernt mit Blei. Das war eine sehr wichtige Lehre. Und dann überhaupt die Herstellung auch von Büchern, weil der Ullstein Verlag ein Buchverlag ist. Was ich auch bemerkenswert finde im Nachhinein, dass ich damals also als Lehrling, wo ich mich beworben habe für diese Verlagskaufmannslehre, von einem Gremium begutachtet worden bin, vorgeladen wurde, da war also der Verleger persönlich, Heinz Ullstein, in so einem Gremium für so einen Pipi-Lehrling. Das muss man sich mal vorstellen, haben die sich drum gekümmert. Und Herr Peter Tamm, der seinerzeit später Generalbevollmächtigte, das war für mich damals der Chef. Also ich meine, der war nicht da, damals noch nicht Generalbevollmächtigte, sondern er war im Ullstein Verlag einer der maßgebenden Herren. Peter Tamm, Heinz Ullstein und solche Leute haben den kleinen Wilfried Mommert gefragt und begutachtet, ob er überhaupt dazu taugt als Verlagskaufmann. Das fand ich im Nachhinein, erst später ist mir das aufgegangen. Das ist doch sehr kuriose Lehrstellensuche war damals, wenn man sich das mal vorstellt, wie es heute zugeht. Ich bin dann einige Jahre, so 3 Jahre, richtig als Verlagskaufmann tätig gewesen, das heißt in der Anzeigenabteilung der Berliner Morgenpost. Dort war ich zuständig für den täglichen Anzeigenumbruch. Ich musste immer den Spiegel jeder Seite machen, damit er in die redaktionellen Teile eingepasst werden kann. Und dann musste ich abends, wenn ich jeweilige Schicht hatte, auch in der Setzerei dann stehen, so wie die Herren Redakteure neben mir, die auch ihre Metageseite hatten. Und mit dem Metteur, jeweils, der immer deine Schürze und so, und habe ich als Anzeigenkollege auch dafür gesorgt, dass das alles im Bleiumbruch Größe und Motive, Druckvorlagen mussten stimmen und jede Seite imprimieren. So wie die Redakteure, jede Seite damals musste ja auch Imprimatur. Damals gab es noch Korrekturen übrigens auf journalistischer Seite.
die nochmal alles nachgelesen haben, was die Herren Redakteure an schlechtem Deutsch geschrieben haben. Wie kam es denn zu Ihrer beruflichen Umorientierung? Sie haben es schon vielleicht so ein bisschen angedeutet, aber wenn Sie es nochmal ganz klar formulieren könnten. Also wie gesagt, ich hatte ja mich vorgestellt ursprünglich mit dem Impetus, ich will Journalist werden. Das hatte ich einfach so gesagt. Und da hatte er mir das ja nur auch als Übergang empfohlen. Das habe ich mir gemerkt, das mit dem Übergang. Und dann kam allerdings wieder mein hilfreicher Bruder, der Germanist, der war seinerzeit im Feuilleton des Tagesspiegels bei Wolf Jobs Siedler, der damals Feuilletonchef war. Und der hatte sich umgehört, wo es denn für seinen kleinen Bruder vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gäbe, in den Journalismus einzusteigen. Und da hat er sich bei dpa in West-Berlin damals am Savignyplatz mal erkundigt. Und dort sagte dann der Chef, der soll sich mal auch vorstellen bei mir. Und dann bin ich auch dort wieder vorstellig geworden und tatsächlich auch genommen worden. Und die Kollegen von der Berliner Morgenpost, die haben mich alle für verrückt gehalten. Ich hatte ja schon als Angestellter ein anständiges Gehalt. Und ich kriegte dann wieder ein Volontärsgehalt.